Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Sportausgabe am Dienstag hier bei Ihrem BLK Regional TV. Dieses Mal waren wir für Sie beim Fußball, Floorball, Kegeln und wir haben Neues vom MBC TV. Doch zuvor gehen wir erst einmal nach Leisling ins Einkaufszentrum Schöne Aussicht. Denn dort war am Samstag eine Motorradschau. Dabei trafen wir Jörg Bethmann vom Polizeirevier Burgenlandkreis und wir sprachen mit ihm über das neue Punktesystem aus Flensburg. Ja, wir sind auf der Ausstellung Bike & Quad hier in Weißenfels-Leisling im Einkaufszentrum und natürlich auch wieder mit dabei unter den Ausstellern die örtliche Polizei. Bei mir Ralf Koch. Ralf Koch ist auch meistens mit diesem Zweirad unterwegs. Herr Koch, dieses Jahr am 1.5. kommt eine neue Reform des Bußgeldkataloges. Viele Leute sind schon ein bisschen aufgeregt, weil sie nicht so genau wissen, was auf sie zukommt. Auf was müssen wir uns einstellen? Also die Angst kann ich erstmal den Leuten nehmen, weil es sind nicht wesentliche Änderungen. Man kann vom Prinzip her sagen, dieses Punktesystem wird halbiert. Früher hatte man 16 Punkte, jetzt geht es nach dem neuen mit 8 Punkten weiter. Früher hat man bei einem Rotlichtverstoß 4 Punkte Strafpunkte bekommen, wird jetzt in Zukunft ab 1.5. dann die Hälfte sein, 2 Punkte. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, was hat sich wesentlich geändert? Die Verjährungsfrist von den Punkten ist folgendermaßen: Nach dem alten System, wenn ich einen Punkt hatte, galt er 2 Jahre. Und wenn ich innerhalb dieser 2 Jahresfrist einen neuen Punkt dazu bekommen habe, zählte der letzte Punkt wieder 2 Jahre. Nach dem neuen System ist es folgendermaßen: Bekomme ich jetzt einen Punkt, weil ich irgendeinen gegen Paragraph verstoßen habe, zählt er 2 Jahre. Habe ich 3 oder 4 Wochen später das nächste Delikt, bekomme ich wieder einen Punkt, zählt der Punkt einzeln. Und das sind eigentlich die wesentlichen Änderungen. Was noch wegfällt, ist der sogenannte Punkteabbau. Das ist nach dem neuen Punktesystem nicht mehr möglich. Ansonsten bleibt so, wie es ist, bloß halbiert. Das ist im Wesentlichen eigentlich schon alles. Also die Autofahrer, es ist nichts anderes. Aber durch den Wegfall dieser Abbaugeschichte kann es natürlich sein, dass ich sehr viel früher ohne Führerschein dastehe als bisher, weil ich ja auch keine Verringerung der Punkte mehr vornehmen kann. Das heißt, dann droht Führerscheinentzug und teilweise sogar diese medizinische, psychologische Prüfung. Ja, das ist korrekt. Also dann, wenn ich keine Punkte mehr abbauen kann, komme ich natürlich schneller, ich sage es mal in den Genuss, dass der Führerschein weg ist. Aber im Gegenzug muss man sagen, dadurch, dass mit diesen Punkten, mit dem neuen Punktesystem, dass das andere nicht mehr greift, jeder Punkt einzeln zählt, ist man ja schon im Vorteil. Es ist eigentlich eine Vergünstigung für den Autofahrer. Also wir sind gespannt, am 1.5. gilt's, was passiert. Ja, vielleicht verringert es dann die Zahl der Verkehrsverstöße, weil sich der eine oder andere sagt, oh, jetzt muss ich doch etwas mehr aufpassen als vorher. Wir lassen uns überraschen, Herr Koch. Am besten ist eigentlich, ich fahre ordnungsgemäß nach der StVO, dann habe ich überhaupt keine Probleme, dass ich Punkte bekomme. Das ist sicherlich richtig. Herr Bethmann, wir kommen von den Punkten zu einem sehr ernsten Thema. Wir haben es diese Woche wieder erleben dürfen. Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn hier bei Naumburg. Und im Nachgang dann die Diskussion von Seiten auch der Feuerwehr. Man hätte schneller da sein können, wenn die Autofahrer das beherzigt hätten, was sie eigentlich tun sollten, nämlich eine Rettungsgasse zu bilden. Vielleicht mal für alle die, die den Begriff Rettungsgasse zwar kennen, aber nicht wissen, wie denn sowas aussieht. Also Hintergrund war dieser sehr tragische Unfall. In einem Fahrzeug sind 2 Personen getötet worden, 2 schwer verletzt. Ganz tragisch war, die Leute kamen aus dem Winterurlaub und waren fast zu Hause gewesen. Also die nächste Abfahrt hätten sie eigentlich genommen und dann ist dieser Unfall passiert. Es war ja ein 16-jähriges Mädchen dabei, ein weiteres 16-jähriges Mädchen, schwer verletzt. Und dann kam die Aussage der Feuerwehr dazu, die nun schnell zu diesem Unfallort eilen wollten. Sie hätten mindestens 5 Minuten verloren, weil diese sogenannte Rettungsgasse nicht gebildet worden ist. Ja, das heißt, in diesem Fall eine 3-spurige Autobahn. Ich muss dann zwischen dem linken Fahrstreifen und dem mittleren Fahrstreifen diese Rettungsgasse eigentlich freimachen. Platz ist genug, wenn sich die Fahrzeugführer dann halten. Das heißt, die links fahren so weit, wie es noch geht, an die Leitplanke ran, die in der mittleren Spur sind, sollten so weit, wie es geht, an die rechte Spur lang fahren. Und da die Geschwindigkeiten ja in diesem Stau ja so ganz gering sind oder meist gar nicht mehr vorhanden sind, ist das eigentlich alles kein Problem. Bei einer 2-spurigen Autobahn, logischerweise, ist es dann zwischen beiden Fahrspuren dieser Rettungsgasse. Aber die ist zwingend notwendig.
natürlich gerade bei solchen Einsätzen, wo es um Leben und Gesundheit geht oder wie in diesem Fall zusätzlich noch ein Gefahrguttransporter verwickelt gewesen ist. Ja, also der Appell an alle Autofahrer, bitte das zu beherzigen. Unfälle gibt es ja leider fast täglich und die Rettungsgasse kann diese zusätzliche oder entscheidende Minute sein, die die Rettungskräfte brauchen, um über Leben und Tod zu entscheiden. Genau so sieht das aus. Genau das ist der Appell, den wir an die Autofahrer haben. Und man sollte wirklich auch immer Vorbild sein, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man selbst diese Rettungsgasse bildet, die Nachfolgenden orientieren sich daran. Also wirklich Vorbild sein und diese Rettungsgasse freimachen. Vielen Dank, Herr Bethmann. Das Schaufenster bei BLK Regional TV. Ja, einer der Aussteller hier bei der Hausmesse von der Firma Pramel ist die Firma Schüco, kennen wir ja aus Weißenfels, aber hier steht das Thema Solar im Vordergrund, Herr Koch. Bisher kennen wir Schüco nur als Fensterhersteller. Das ist richtig, obwohl wir jetzt schon über 20 Jahre uns auch das Thema Solar auf der Fahne geschrieben haben. Passt ja dazu, Energy hoch 3, dichte Fenster, Energieerzeugung durch Photovoltaik und Solarwärme und neues Thema Energiespeicherung, dass man also die Energie auch dann nehmen kann, wenn sie gerade nicht da ist. Das war ja bisher bei Solar immer das Problem. Wenn die Sonne schien, war alles gut, aber im Winter scheint sie halt doch nicht so oft. Dann war es ein bisschen Essig mit Heizung und Strom. Das kann man durch so ein System sicherlich umgehen. Ja, nicht so sehr der saisonale Unterschied, dass man sagt, im Winter haben wir immer weniger Strahlungsangebot, aber es geht so auch um die Nutzung am Tage. Das heißt, tagsüber sind doch die Menschen meist auf Arbeit, man ist nicht zu Hause und hat da die Möglichkeit, die Energie vom Tag zu speichern und abends zu verbrauchen. Es geht also, dass man praktisch die tagsüber das Profil dort besser gestalten kann, praktisch auch mehr dadurch einsparen kann. Bisher war es ja so, wenn man so durch die Siedlungen fährt, Solar auf Steildächern kein Problem, aber Solarpaneele findet man jetzt auch immer öfters auf Flachdächern und sogar an Hauswänden. Gibt es da irgendwelche technischen Einschränkungen, Herr Koch, oder kann ich das jetzt grundsätzlich überall dahin bauen, wo die Sonne scheint? Grundsätzlich ist das möglich. Wir haben also dafür Lösungen. Na, wir kommen ja gerade aus der Befestigungstechnik. Natürlich sind Flachdächer immer besonders mit viel Sorgfalt anzugehen von der Planung her und deswegen gehen wir so eine Anlage auch nur in die Hände eines Fachmanns, wie der Herr Pramel zum Beispiel. Aber generell ist es sowohl für Hausdächer gut möglich, als auch für Flachdächer. Flachdächern kann man es dann eben genau in Richtung Sonne ausrichten. Fassaden haben den Charme, sind sie ja meist auch zur Verfügung ausreichend und ich sage mal, gerade wenn man an die Richtung Solarwärmenutzung denkt, im Sommer, im Winter steht doch die Sonne sehr flach. Da kann man also die Sonne gerade im Winter besonders gut nutzen und im Sommer reicht dann die Fassade immer noch aus, um das Warmwasser zu bereiten. Dies und vieles mehr finden Sie in Ihrem Pramel Badstudio, Gewerbegebiet am Hohenstein 8 in Naumburg. Das Schaufenster bei BLK Regional TV. Die Damen vom UHC Sparkasse Weißenfels hatten am Samstag die Mannschaft aus Chemnitz-Heidenau zu Gast. Bereits beim letzten Aufeinandertreffen putzten die Mädels aus Weißenfels die Chemnitzer mit 8:1 vom Parkett. Ob der Tabellenerste auch dieses Mal seine Leistung abrufen konnte, wir sagen es Ihnen. Zu Beginn eines Doppelspieltages gingen die UHC-Cats gegen ihre Gegnerinnen der Spielgemeinschaft Chemnitz-Heidenau aufs Parkett der Stadthalle in Weißenfels. Auch wenn beide Mannschaften privat eher freundschaftlich verbunden sind, war doch klar, dass man sich auf dem Feld nichts schenken würde. Der erste Angriff ging an die Sächsinnen, doch dann folgte erst einmal lange gar nichts, was das Tor des jeweiligen Gegners gefährden würde. Knapp bei 5 Minuten gab es nur ein gegenseitiges Belauern und Beschnuppern, bevor es zu der ersten Führung für die Gastgeberinnen kam. Pauline Baumgarten nutzte die Vorlage von Jenny Horn und netzte zum 1:0 ein. Die Chemnitzerinnen zeigten sich davon allerdings wenig beeindruckt und bauten nun ihrerseits Druck auf. Sophie Kleinschmidt im Weißenfelser Tor hatte alle Hände voll zu tun, ihren Kasten sauber zu halten. Aber auch die Hausherren hatten ihre Chancen, gleich zweimal in Form von Magdalena Tauchlitz. Der erste Schuss ging jedoch an den rechten Pfosten, der zweite nach knapp 16 Minuten blieb in der Abwehr der SG hängen. 23 Sekunden vor Ende des ersten Drittels machte sich dann schließlich der Druck und der Kampf der Gäste bezahlt und Tessa Böttger gleicht per Nachschuss zum 1:1 aus.
Gleich zu Beginn des zweiten Drittels bekam Sophie Kleinschmidt im Tor wieder viel zu tun, denn die Gäste wollten den Aufwind vom Ende des vergangenen Spielabschnitts nutzen und bestürmten das Weißenfelder Tor mit zwei starken Schüssen. Dann folgten zwei Minuten, die ganz dem Gespann Sarah Patzelt und Laura Hönicke gehörte. Innerhalb von nur 114 Sekunden erhöhten sie abwechselnd bis auf 4:1, während die jeweils anderen die Vorlage dazu lieferte. Was dann wiederum den Coach der Spielgemeinschaft Chemnitz-Heidenau dazu veranlasste, seine Mädels in einer Auszeit zur Ordnung zu rufen. Ohne Erfolg, denn nach 10,5 Minuten nutzten Pauline Baumgarten und Magdalena Tauchlitz ihre Erfahrung und erhöhen weiter auf 5:1. Eine Großchance erhielt dann Marina Helas, als sie völlig frei zum UHC-Kasten enteilt, aber an den guten Reflexen von Sophie Kleinschmidt scheiterte. Mit dem 6:1 stellte Lena Tauchlitz, bedient von Jenny Horn, dann den Drittelendstand her. Das Schlussdrittel begann, wie das vorherige begonnen hatte. Nach knapp 2 Minuten war es Luisa André, die nach Assist von Pauline Baumgarten auf 7:1 erhöht. In den folgenden Minuten erhielten beide weitere Chancen, die allerdings in der Abwehr hängen blieben. Dann nutzte die Gastkapitänin Franziska Kuhlmann ihre Chance zum 7:2. Doch die UHC-Cats machten weiterhin Druck. Laura Hönicke mit mehreren Chancen, dann findet sie Felicitas Brückner vorm Tor, die zum 8:2 verwandelte. Das 9:2 sicherte sich wieder Magdalena Tauchlitz mit Hilfe von Jenny Horn. Schließlich sorgte 1,5 Minuten vor Spielende Marina Helas nach Assist von Lisa Hansel dafür, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel und verkürzte zum 9:3. Nach dem Spiel konnten wir noch kurz mit beiden besten Spielerinnen des Tages, Sophie Kleinschmidt und Franziska Kuhlmann, sprechen. Wie zufrieden bist du selber mit dir? Ja, also ich denke schon, dass ich mit mir zufrieden sein kann. Und naja, bei den Toren, da ärgert man sich natürlich. Aber naja, im Endeffekt haben wir trotzdem gewonnen und deswegen ist es nicht so schlimm. Ja, für euch heute leider ein nicht so schönes Ergebnis. 3:9, 2 Tore nochmal im letzten Drittel gemacht. Wie zufrieden seid ihr selber mit eurer Leistung? Also wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung. Ich finde, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben streckenweise wirklich sehr gut mitgehalten. Hatten auch unsere Chancen. Wenn wir die mal öfter reingemacht hätten, würde das ganz anders stehen. Wir haben natürlich im zweiten Drittel anfangs ganz schön geschlafen. Da sind ja, glaube ich, 4 Tore gefallen. Ja, aber zufrieden. Die beiden Trainer der Cats, Oskari Kangas und Ilka Kittele, standen ab 18 Uhr mit den Herren ebenfalls auf dem Parkett der Stadthalle und besiegten den UHC Döbeln deutlich mit 18:4. Oskari Kangas war mit 5 Treffern dabei erfolgreichster Torjäger. Sport ist zwar vielfältig, aber nur eine Möglichkeit, seine Freizeit zu gestalten. Hier unsere Veranstaltungstipps. Am Freitag, den 21. Februar, sollten Sie sich das Konzert der Cavern Beatles European Jubilee Tour 2014 nicht entgehen lassen. Visuell und akustisch ein absolut realistisches Konzert wie in den Jahren 1963 bis 66. Bereits über 300.000 Besucher in Deutschland seit 2008 sprechen hier für sich. Fans dürfen sich auf Konzerte der Sonderklasse freuen. Urwüchsig, authentisch, mitreißend. Sowohl instrumental als auch im Vokalbereich. Für die Liebhaber der Beatles ein Muss. Wenn die Originale die Beatlemania nicht mehr auslösen können, dann gibt es nur eine Band, die den Mythos der Fab Four wieder zum Leben erwecken. 4 Jungs aus Liverpool, die singen wie John, Paul, George und Ringo, spielen wie sie und auch noch so aussehen. The Cavern Beatles. Die besten Beatles seit den Beatles. Und wie viele meinen, live vielleicht sogar noch besser, als es die Originale je waren. Beginn ist um 20 Uhr. Bleiben wir gleich im Weißenfelser Kulturhaus, denn hier können Sie am Samstag, den 22. Februar, einen Liederabend mit Ute Freudenberg genießen. Seit 8 Jahren singt Ute Freudenberg die Lieder, die nicht nur ihr zu Herzen gehen, sondern auch das Publikum berühren. Dazu gehören selbstverständlich ihre eigenen Titel, aber auch viele Songs berühmter Kollegen, die sie auf ihren CDs interpretiert hat. Einige dieser Titel sind nun erstmals auch live zu hören. Neben ihren bekannten Hits singt sie Titel von berühmten Kollegen wie Milva, Alexandra, Barbara Streisand und Tina Turner, ja sogar Edith Piaf. Begleitet wird sie von ihrem Keyboarder Michael Micky Schläger, der seit 15 Jahren an ihrer Seite spielt. Und ob sie die Jugendliebe interpretiert, entscheidet sich jeden Abend neu. Beginn ist
um 19.30 Uhr. In der Medienausleihstelle der Zeitzer Stadtbibliothek Martin Luther können Sie am Donnerstag, den 20. Februar, eine Reise mit der Burgenlandbahn durch unseren Landkreis machen. Gerd Seidel erläutert die Geschichte des Burgenlandkreises und die angefahrenen Stationen. Beginn ist um 16 Uhr. Stürzen Sie sich am Samstag, den 22. Februar, noch einmal in den Faschingstrubel. Unter dem Motto »Die Nieren, die kommen mir nicht auf den Teller« können Sie im Kulturhaus Jaucha mit dem Karnevalsverein Möchtegern einmal so richtig ausgelassen feiern. Los geht's um 20.11 Uhr. Seit 1991 ist die WVW, Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH, mit rund 4.800 verwalteten Wohnungen der größte Vermieter in der Stadt Weißenfels. Ob sanierte Altbauten, Neubauten, Geschäftsräume oder betreutes Wohnen, für jeden Bedarf bietet die WVW Wohnungen in allen Größen in jedem Stadtgebiet an. Mit umweltfreundlicher Technik geht man vertrauensvoll in die Zukunft. So wird zum Beispiel in der Hardenbergstraße die Trinkwasservorwärmung mit Solarenergie betrieben. WVW, die Nummer 1, wenn es ums Wohnen geht. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Der SV Großkrimmer ist bekannt für seine Nachwuchsarbeit. Die F-Jugend bestritt am letzten Wochenende ein Hallenturnier. Außerdem kämpfte der SV Hohenmölzen 1919 gegen die SG Welitz um wertvolle Punkte beim Kegeln. Hier unser Kurzsport. Zum letzten Testspiel vor dem Rückrundenstart trafen auf dem Platz 3 des Weißenfelser Stadions zwei alte Rivalen aufeinander. Der erste FC Weißenfels empfing bei leider recht feuchtem Wetter den noch eine Spielklasse tiefer spielenden ersten FC Zeitz und deren Trainer Volker Dietrich. Während auf Zeitzer Seite Menz, Holzer, Streit und Meier fehlten, musste Neutrainer Mike Zimmermann auf Löbnitz, Durila und Neuzugang Salak verzichten. Den Zuschauern, die trotz des Regens tapfer aushielten, bot sich ein recht abwechslungsreiches Spiel. Auch wenn es vordergründig darum ging, Automatismen für die Rückrunde abzurufen, war beiden Mannschaften anzumerken, dass sie auf keinen Fall zurückstecken wollten. Echte Torschancen waren im ersten Spielabschnitt allerdings knapp. Lediglich Toni Feist konnte sich erfolgreich durchsetzen und zum Pausenstand von 1:0 einnetzen. Nach der Pause trafen erst die Zeitzer Penev per Elfmeter und Meisner per Freistoß. Tom Unholzer stellte nach einer Vorlage von Vincenzo Cagliaro mit dem 2:2 den Endstand her. Beide Trainer zeigten sich durchaus zufrieden mit dem Spiel. Bis zum Start in die Rückrunde am nächsten Wochenende müssen aber noch die letzten Reserven mobilisiert werden. Die Zeitzer starten dabei in der Landesklasse Staffel 6 bei der ESG Halle. Die Weißenfelser empfangen in der Landesliga Süd das Tabellenschlusslicht aus Herrengosserstedt, bei denen man im Hinspiel nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. Voll in die Neuen ging es am 15.02. beim SV 1919 Hohenmölzen. Ein Heimspiel für die Gastgeber und ein Fast-Heimspiel für die Gäste der SG Welitz. Ein durchwachsenes Turnier, weil es ja naheliegende Mannschaften sind und wir, beide recht spielstark zu Hause sind. Das Hinspiel hatten wir schon für uns glücklicherweise mit einem Punkt Vorsprung gewinnen können. Ja, und heute versuchen wir es natürlich ein bisschen deutlicher zu gestalten. Die Hohenmölzner rangieren derzeit im Mittelfeld der Landesliga Süd und schienen zumindest in Sachen Aufstieg relativ wenig ambitioniert. Nicht aufstiegs- oder abstiegsgefährdet. Aufstieg ist in dem Fall sowieso keine Option, da im nächsten Jahr ja die 120 Wurf nach Punkten eingeführt werden und wir da wenig damit glücklich sind.
Die neue Regel ist für die Zuschauer meines Erachtens ein wenig undurchsichtig, da nicht mehr das Gesamtergebnis in erster Linie zählt, sondern die Punkte der Spieler gegeneinander pro Bahn. Das ist ein bisschen kompliziert, das auszuloten, und da tun wir uns ein bisschen schwer damit. Die Gäste aus Wehlitz hatten ein größeres Ziel vor den Augen. Es ist Stadtderby, ne? Wir sind Vereine gleich um die Ecke. Letztes Hinspiel war spannend, haben wir mit Einholz zu Hause verloren. Also wir wollen uns gerne revanchieren, mal sehen, wie es klappt. Aber und Mölzen ist auf der Heimbahn eigentlich stark und wir müssen eigentlich schon konzentriert spielen, um hier was zu entführen. Wir sind eigentlich alle top fit, also zumindest sind sie alle gesund. Der eine oder andere vielleicht nicht top drauf, aber ein Derby, da kann man sich eigentlich immer ein bisschen motivieren und dann sollte das auch klappen. Wir möchten uns ganz gern wieder in der obersten Spielklasse von Sachsen-Anhalt verankern und einfach sagen, Wehlitz hat die letzten 10 Jahre in den oberen Klassen gespielt und da möchten wir auch wieder hin. Dazu müssten wir hier heute gewinnen. Wir werden alles versuchen, ansonsten haben wir Freude am Kegeln und gucken, was der Tag noch bringt. Ein Weg, der wohl etwas steiniger werden wird. Wie beim Hinspiel unterlagen auch diesmal die Wehlitzer dem SV 1919 Hohenmölzen. Die Gastgeber erreichten 5.246 Punkte, die Gäste nur 5.204. Der Nachwuchskader des SV Großgrimma war am 15. Februar angetreten, sich auf Hohenmölzener Parkett mit Gästen aus dem Burgenlandkreis und der Umgebung zu messen. Also heute haben wir unser letztes Turnier von SV Großgrimma. Organisiert hat es der Verein und die F-Jugend, das ist Jahrgang 2006-2005. Und Fußball spielen wir, um Bewegung für die Kinder zu bringen, weil bewegen tun sich die Kinder heutzutage sehr wenig, muss ich mal sagen. Und vom Fernsehen, Playstation, wie gesagt, kann man in der Freizeit zu Hause mal zwischendurch machen, aber es ist auch gut für die Gemeinschaft. Man weiß, man hat zum Beispiel Training immer montags und mittwochs, egal ob Sonne scheint, ob es regnet, ob es schneit. Man kommt halt, man freut sich und ist halt eine gute Abwechslung für den Stress, den die Kinder auch im normalen Leben haben, ob es Schule ist. Eingeladen und gekommen waren Mannschaften des TSV Mark Kleeberg, der SG Teucher Nessa, der JSG Elsteraue, von Rot-Weiß Weißenfels und der SG Bad Bibra-Saubach. Wir haben eine Einladung bekommen von SV Großgrimma und der sind wir gerne nachgekommen, weil das auch das letzte Turnier ist, was wir spielen. Danach geht es auf dem Feld weiter und da holen wir uns dann bei solchen Turnieren auch noch die notwendige Kondition. Da ist also nichts zum Training mit Runden laufen, das machen wir hier mit dem Ball. Es läuft ganz gut, wir haben das erste Spiel gewonnen und ich denke mal, dass wir so unter die ersten 3 Plätze schaffen. Ja, das hat die Mannschaft auch drauf. Beim Tabellenergebnis hat der SV Großgrimma die Gäste in die Zange genommen. Platz 1 sicherte sich SV Großgrimma 1, gefolgt von Rot-Weiß Weißenfels und der SG Bad Bibra-Saubach. Platz 4 ging an die JSG Elsteraue, auf Position 5 folgte die SG Teucher Nessa vor dem TSV Mark Kleeberg. Die Zange zu machte auf Platz 7 die zweite Mannschaft der Gastgeber. Also SV Großgrimma hat guten Nachwuchs. Wir haben zum Beispiel jetzt, wir haben eine Bambini, wir haben eine G-Jugend, wir haben 2 F-Jugend. Es geht hoch bis ins C-B-Jugendalter. Das hört sich gut an, allerdings. War erst Artikel in der Zeitung gewesen mit den Trainern, sieht sehr schlecht aus, weil die machen das aus ihrer Freizeit, die setzen das zu. Wie ich zum Beispiel, ich arbeite in 3-Schicht-System. Das heißt, es werden dann Dienste getauscht, um hier da zu sein. Ich muss nachher auch gleich auf Arbeit hinterher. Es wird halt Nachtschichten, da bleibt man halt mal kurz auf. Geht dann hinterher schlafen, aber es macht halt viel Spaß. Die Kinder entwickeln sich, man ist halt jedes Wochenende unterwegs. Es geht auch für die Familie ein bisschen dann drunter und drüber, aber ich muss sagen, ich mache es gerne. Das zeigt sich auch in einer neuen Vereinshymne des SV Großgrimma, die die Trainer selbst getextet hatten und die über den Verein bezogen werden kann. Doch all jene, die der Spielkonsolen überdrüssig sind, Nachwuchs ist bei den Vereinen immer gern gesehen, sowohl bei den Spielern als auch bei den Trainern und Organisatoren. Unsere Kollegen von MBC TV waren bei der Begegnung der Wölfe in Frankfurt natürlich mit vor Ort. Derzeit stehen die Weißenfelser auf Tabellenrang 9, gefolgt von den Frankfurtern. MBC TV berichtet von den Spielen des Mitteldeutschen Basketballclubs in ihrem Regionalfernsehen. Bei dem knappen Sieg der Wölfe in der Fraport Arena in Frankfurt
machte ein Spieler dem MBC besonders zu schaffen, Aziz Njaye. Der 2,13 Meter große Center stellte die Mitteldeutschen vor allem Ende des ersten Viertels und zum Anfang des zweiten Spielabschnitts immer wieder vor Probleme, fand Lücken unterm Korb und setzte per Dunkings Ausrufezeichen und dies gleich dreimal in Folge. Auch Danilo Bartel schloss in Halbzeit 2 mit einem spektakulären Dunking ab. Kleine Fehler und Turnover der Wölfe wurden so gleich hart bestraft. Sehr zum Unmut von Cheftrainer Sivano Poropat. Am Ende nutzte den Skyliners diese Paradevorstellung aber nichts. Kontinuierlich kämpfte sich der mitteldeutsche Basketballclub immer wieder heran, blieb meistens in Schlagdistanz, konnte jedoch das Momentum meistens nicht setzen. Für Begeisterung und überraschte Gesichter sorgte Daniel Hein Mitte des zweiten Abschnitts. Gleich zwei Distanztreffer in Folge netzte der Point Guard ein und brachte damit seine Mannschaft wieder auf Kurs. Dennoch spielten die Frankfurter bis Mitte des dritten Viertels immer einen Tick smarter und erfolgreicher. Neuzugang Dane Watts trieb die Hessen nach vorn, die immer um eine Nasenlänge voraus waren. Dem im Spielverlauf recht unauffällig agierenden Angelo Caloiaro gelang per Dreier am Ende des dritten Viertels schließlich der Ausgleich und es folgte jetzt ein Schlagabtausch im Schlussabschnitt. Bis in die letzten Minuten war das Spiel vollkommen offen, was jetzt von einer enormen Spannung geprägt war. Ein Ballgewinn von Markus Hetten bescherte den Wölfen schließlich die endgültige Führung. Doch noch war die Partie nicht entschieden. Der MBC lag nur mit einem Zähler vorn. Mit Teamspiel schafften es die Sachsen-Anhalter, den Rückstand von zwischenzeitlich 11 Zählern wettzumachen und sich Stück für Stück heranzukämpfen, um am Ende das Spiel zu drehen. In der entscheidenden Phase hatte der MBC mehr Glück und war präsenter als die Gastgeber. Das Spiel entschied sich in den letzten Aktionen. Markus hatte einen wichtigen Steal und verwandelte diesen in einen Korbleger. Aber auch Martins Block am Ende war enorm wichtig. Michael Kaffel markierte mit seinem Bonuswurf den letzten Punkt des Spiels und machte so den Sack zum 66-64 Sieg zu. Mit diesem Erfolg ging der direkte Vergleich gegen Frankfurt mit 32 Punkten an dem MBC. Außerdem feierten die Wölfe den 10. Saisonerfolg und behaupten damit den 9. Tabellenplatz. Unsere Defense war in dieser Partie auch sehr wichtig und entscheidend. Wir mussten die Frankfurter stoppen, denn wir lagen nur mit einem Zähler vorn und mit einem Korberfolg hätten die Skyliners die Führung zurückgeholt und möglicherweise noch gewonnen. Aber wir konnten sie stoppen und das war entscheidend. Auch in Frankfurt wurde der MBC von über 30 mitgereisten Wölfe-Fans unterstützt, die ihr Team am Ende ausgiebig feierten. Am Samstagabend kommt es zum absoluten Spitzenspiel im Wolfsbau. Zu Gast ist kein geringerer als Alba Berlin. Der Tabellendritte kassierte am vergangenen Wochenende in Hagen die 5. Saisonniederlage und musste sich mit 75-81 geschlagen geben. Im Hinspiel unterlagen die Wölfe in der U2-World Berlin nur knapp mit 73-86. Lange konnten die Wölfe mithalten und an der Überraschung schnuppern. Für den MBC war im Hinspiel Angelo Caloiaro mit 21 Punkten und 9 Rebounds kaum zu stoppen. Auf der Gegenseite waren Reggie Redding und Clifford Hammonds die herausstechenden Spieler. Topscorer der Hauptstädter ist Aufbauspieler David Logan mit 14,7 Zählern im Schnitt. Spielbeginn erfolgt am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Stadthalle Weißenfels. Dann haben die Wölfe erneut die Chance für ein ausgeglichenes Punktekonto zu sorgen. Doch Alba Berlin wird nach der überraschenden Pleite in Hagen auf Wiedergutmachung brennen. Entsprechend brauchen die Wölfe volle Unterstützung von den Rängen. Denn nur mit ihrem 6. Mann im Rücken ist die große Sensation möglich. Zuletzt konnte der MBC vor fast genau 4 Jahren in der Saison 2009-2010 gegen Alba mit 71-69 gewinnen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt ihr MBC TV-Team. Die BeCo Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln? Wir sind schon wieder fast am Ende unserer Sendung angelangt, bis aufs Wetter. Ja, und wir gehen ja mit großen Schritten jetzt auf den März zu. Und der Winter zeigt sich ja immer noch in seiner milden Seite. Wie es weitergeht, hier unsere Wettervorschau. In den nächsten Tagen wird es weiterhin recht mild sein. Am Mittwoch klettert das Thermometer bis 10 Grad. Es wird am Vormittag noch etwas bewölkt sein, aber am Nachmittag setzt sich dann immer mehr die Sonne durch. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es mit 3 Grad frostfrei.
Der Donnerstag wird sich noch etwas freundlicher gestalten. Immerhin können wir mit 4 Sonnenstunden rechnen. Vor allem tagsüber bleibt es überwiegend trocken. Zum Teil weht ein stark böiger Wind. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um die 8 Grad und die Tiefstwerte liegen in der Nacht zum Freitag bei 2 Grad. In der Nacht kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Und die weiteren Aussichten? Auch zum Wochenende hin ändert sich an dem relativ milden Wetter nicht viel. Es wird weiterhin mild und teilweise regnerisch weitergehen. Ja, wir sind jetzt wirklich am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Es war auch in sportlicher Hinsicht was Interessantes für Sie dabei. Ich möchte Sie heute nochmal auf die neue Ausgabe unseres Fachmagazins Energie und Umwelt hinweisen. Wir waren unter anderem in Leisling in der Grundschule vor Ort, wo die Schüler Energie zum Anfassen erleben durften. Und wir geben Ihnen Tipps zum Energiesparen. Also schauen Sie ganz einfach mal rein. Es lohnt sich. Ich verabschiede mich jetzt endgültig von Ihnen bis zur nächsten Sendung am kommenden Freitag. Haben Sie eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss, machen Sie es gut.